play there, actually, from Killefish. Ridiculous match. Yeah, that's a great comeback for Killefish. Oh, no. Killefish are going to LA. Yo, servus Leute, was geht ab? Hier ist wieder euer Shox und recht herzlich willkommen zu einem weiteren eSports Report. Es ist nicht allzu viel passiert in der vergangenen Woche aufgrund der bevorstehenden Call of Duty Weltmeisterschaften und auch natürlich die Regional Finals. Nochmal ganz kurz zur Erinnerung, dieses Wochenende, also kommendes Wochenende, sind die EU Regional Finals in London und das Wochenende darauf die NA Regionals in Columbus in Amerika. Auf jeden Fall zwei sehr, sehr spannende Events, die beide auf MLG.tv gecastet werden. Lohnt sich mit Sicherheit anzuschauen, sind einige interessante Matches, auf die ich aber nochmal kurz davor, also am Donnerstag nochmal zu sprechen kommen werde. Da werde ich nochmal ein extra Video hier am Kanal hochladen mit meinen Predictions zu den EU Regional Finals. Und dann würde ich sagen, fangen wir an. Nachdem sich das OX Youth Team aufgelöst hat, beziehungsweise drei Spieler die Organisation verlassen haben, hat sich Baum jetzt ein neues Team gesucht. Das neue OX Black Team nennt sich das jetzt, besteht aus Baum, aus Fabio, aus Monster und aus Ron. Die Gfinity hatte bereits vor wenigen Monaten bekannt gegeben, dass sie eine eSports Arena auf die Beine stellen wollen. Nun haben sie das getan am Fulham Broadway in London, werden sie jetzt nun zukünftig ihre eSport Events austragen. Rundum gibt es auch einige Hotels, was sehr, sehr gut ist von der Lage her, und natürlich auch ein Einkaufszentrum, was viele Möglichkeiten der Verpflegung bietet. Auch die ESWC hat wieder Neuigkeiten bekannt gegeben zu ihrem Turnier im Mai. Die erste europäische Qualifikation findet auf der EGOLAN in Brüssel statt, über die ich auch bereits schon berichtet habe. Die EGOLAN findet vom 14. bis 15. März statt. Die wurde etwas verschoben aufgrund der EU Regional Finals. Die wäre eigentlich dieses Wochenende gewesen, wurde aber wie gesagt verschoben auf den 14. und 15. März. Und es können bis zu 32 Teams dort teilnehmen. Der erste bekommt 4000 Euro Preisgeld, ein Slot für das ESWC Finale und zudem noch die Reise und die Übernachtungskosten für die ESWC im Mai gestellt. Und zu guter Letzt kommen wir noch zu den MLG Pro League Season 1 Playoffs, in dem die Top 8 Teams der MLG Pro League teilgenommen haben. Es waren wirklich einige spannende Matches an dem Wochenende und letztendlich hat sich wie erwartet Optic Gaming durchgesetzt. Wie man hier sehen kann, Optic Gaming hat den ersten Platz gemacht gegen Denial Esports, gewinnt somit 30.000 Dollar, Denial Esports 15.000 Dollar. Team Caliber auch eine sehr, sehr starke Leistung gebracht, vor allem im Winner Bracket Final gegen Optic Gaming. Vielleicht haben es einige von euch gesehen. Wer es gesehen hat, kann mir gerne in die Comments schreiben. Auf jeden Fall wirklich ein sehr, sehr spannendes Match. Empfehle ich euch auch wirklich nochmal im Rebroadcast auf MLG anzuschauen. Wirklich ein sehr, sehr geiles Match. Dann haben wir hier noch auf dem vierten Platz mit 6.000 Dollar natürlich Preisgeld FaZe. Dann haben wir die zwei fünften Plätze Ever Gaming und Team Envious mit jeweils 4.000 Dollar Preisgeld. Auf dem siebten Platz haben wir Rise Gaming mit 3.000 Euro und natürlich auch Prophecy mit 3.000. Nur nochmal zur Info, Teams wie Optic Nation zum Beispiel waren nicht dabei, da sie es nicht unter die Top 8 geschafft haben. Das war's dann mit dem heutigen eSports Report. Etwas kürzer, etwas knackiger. Nicht allzu viel passiert die Woche, aber ich melde mich, wie gesagt, spätestens am Donnerstag wieder mit einem Predictions-Video zu den EU Regional Finals. Da wollen wir uns nochmal die genauen Begegnungen in Ruhe anschauen, wer gegen wen spielen wird um den Spot nach Los Angeles. Und natürlich mache ich dann auch noch ein Video, wo wir die qualifizierten Teams nochmal durchgehen werden, welche Teams sich dann letztendlich wirklich für Los Angeles qualifiziert haben. Wenn euch das Video wieder gefallen hat, wenn ihr es informativ fandet, lasst mir bitte einen Daumen nach oben, da würde mich wirklich sehr, sehr freuen. Und ansonsten bis die Tage, ciao, servus, euer Shox.